Servus und herzlich willkommen zu einem neuen Part hier bei Dinosaur Fossil Hunter. Tja, wir haben das letzte Mal diese drei Steine da vorne ausgebuddelt und wir sollen das jetzt zurückbringen zum Camp. Deswegen fahren wir jetzt mal los. Hoffe ich. So, wir fahren mal los. Wir sollen das irgendwie da vorne, wo wir das markiert haben, hinbringen, um dann es ins Museum zu schicken. Und ich nehme mal an, dass wir dann dort die Fossilien eben richtig befreien müssen von dem Stein. Gucken wir doch mal, wie es wird. Ups. So wie ich fahre, werden die wahrscheinlich schon von Angst selber rausspringen aus dem Stein. Bin mal gespannt, was noch alles kommt. Ah, da ist wieder dieses Schlammdingsi, in dem ich hoffentlich nicht stecken bleibe. Los, lass mich durch. Jawohl, einfach Vollgas geben, ne? Ich muss unbedingt mal diesen Offroad-Simulator machen. Das irgendwie kommt mir das nämlich so wie so ein Offroad-Simulator vor, wenn man mit dem Jeep hier durchfährt. So, entlade den Kofferraum und lege die Kisten auf die Paletten. Jawohl, machen wir. Oder warte mal, hätte ich wieder links klicken müssen? Nee, hat schon gestimmt. So. Schnappen wir uns doch einmal die Kisten. Linksklick, okay. Nee, den wollte ich jetzt nicht. Ich wollte aufmachen. Wirbelsäule. Und der Kopf. Was war das andere? Das Becken oder was das war, ne? Gliedmaßen. Beine oder so. Öffne das Tablett, um diesen Bereich zu verlassen und die Funde zu deinem Museum zu transportieren. Okay, Reise wahrscheinlich. Reise auswählen. Willst du die Kisten ins Museum schicken? Ja, bitte. Willst du zum Museum fahren? Ja, bitte. Okay. Das Schöne ist, dass das Spiel immer wieder mittendrin gespeichert wird. Ich habe nämlich schon, als ich den letzten Part beendet habe, gesucht, wo kann ich ihn eigentlich speichern. Aber das geht automatisch, zum Glück. So, Ladezeit ist immer wieder Kaffeezeit. Dann wünsche ich mal Prost. Oh, toll, danke. Den Schluck Kaffee habe ich trotzdem getrunken. Es hat mich Museum gebraucht, aber auch wenn die Trip schnell war, konnte ich nicht über den Job denken. Ich war konstant preoccupied mit collecting und preparing dinosaur bones. Als ich arrived at the museum's lab, it was time to start cleaning what I had found. It was a fascinating experience. It required a lot of time and attention, but the result was always worth the effort. Naja, ist okay. So, bring die Kiste mit den Fossilien zur Reinigungsstation. Entferne den Gips und die Fossilien verfügbaren Werkzeuge aus dem Stein. Nachdem du das Fossil extrahiert hast, triffst du die Entscheidung, wer diesen Knochensatz reinigen soll, du oder der Museumsmitarbeiter. Wenn du die Knochen selbst reinigst, achte auf die Steuerung oben in der linken Ecke. Hier findest du einige nützliche Funktionen, wie den Fokusmodus und das Hervorheben von ungereinigten Bereichen. Schauen wir halt mal. Wo soll ich jetzt hin? Soll ich da zu dem Punkt hin? Achso, und dann geht automatisch das Tor auf, alles klar. Ich habe jetzt gedacht, da passiert dann irgendwas. Zack, Kopf. Nehmen wir einfach mal den Kopf mit. Jawohl, hin damit. Rein damit. Okay, ich muss gar nichts machen. Ah, okay. Da setze ich einfach nur an und schneid. Verschwindest du jetzt?
Anscheinend muss ich da zweimal drauf, oder ich? Mache ich die Dinger zu groß, zu klein? Wahrscheinlich. Ah, okay, ups. Ja, okay. Das geht ja so schon kaputt. Muss ich ihn jetzt noch klicken? Hier. So. Wo sollen die Fossilien hingebracht werden? Raum zur Bearbeitung der Fossilien, manuelle Reinigung. Wir machen auf jeden Fall mal manuelle Reinigung. Okay, da hat sich jetzt halt irgendwie so eine Scheibe drüber gelegt. So. Ja. Wie ist die Steuerung? Station verlassen, Escape, Werkzeug benutzen, Knochen horizontal drehen, Lupe einschalten, abschalten. Wie ist es denn mit der Lupe? Ah, die Lupe ist da unten. Das ist interessant gemacht. Ich meine, das wird nicht hundertprozentig so sein, wie es in Real Life ist, ist klar, aber... Okay. Dass die Knochen runterfallen, das stört nicht, ja? Ich glaube, ich wäre für so eine Aufgabe nicht geschaffen. Kann ja mal das Ganze. Ach so, so kann ich das drehen. Die anderen kann ich ja dann zum Reinigen geben. Weil das ist schon ein bisschen zeitaufwendiger, ne? Kann da was passieren, wenn ich da dran komme? Nee. Also passiert eigentlich nichts. Man kann nicht auch wild klicken. Wenn da nichts passiert, dann kann ich auch wild klicken, dann ist es egal. So, Z. Gut. Was ist jetzt? Ach so, ich muss das jetzt halt mit dem Pinsel bearbeiten. Okay, das ist anscheinend fertig. Dann die Donuts. Sauber machen. So haben wir das zumindest mal gemacht, ne? Wenn wir ungereinigte Stellen hervorheben. Ah. Und dann fällt das alles immer nach unten. Okay, das ist die Wirbelsäule, oder? Wirbelsäule, Kopf. Na? Das sind aber einige Teile. So. Gut, und jetzt? Abwaschen, oder wie? Was mache ich jetzt eigentlich? Beseitigung der Gesteinsmasse. Ist aber sehr, sehr weit weg irgendwie. Ich weiß nicht. Kommt euch das nicht auch so weit weg vor? Ja gut, ich kann dieses Zoom-Dingsbums wieder aktivieren.
Aber so exakt ist es dann auch nicht, ne? Das ist schon sehr, sehr grob und aufpassen muss ich auch nicht wirklich. Und vor allem, wenn ich jetzt R drücke, doch, das sieht man. Okay. Da ist man sehr konzentriert, muss ich sagen, wenn man das macht. Man merkt schon, ne, weil ich wesentlich leiser bin als normal. Na gut, ich muss ja nicht ständig quatschen, ne? Mein Gesabbel hier. Muss ich eigentlich irgendwas drücken? Ja. So, der Kopf, vermute ich jetzt mal. Okay, dann Reinigung des Sedimentgesteins. Da steckt ja wirklich richtig viel Arbeit drin, in solchen Teilen. Deswegen dauert es auch immer so lange, bis die da irgendwas einmal fertig haben. Hallo, bist du mal irgendwann durch? Die anderen Teile, die geben wir definitiv dann zur Reinigung weg. Weil ich kann die Einzelteile, wenn ich die jetzt nehmen könnte, einzeln und dann bearbeiten, das wäre, denke ich mal, noch interessanter als jetzt hier auf diese Entfernung mit dieser komischen Lupe. Hallo? Achso, das ist dieser Bogen. So. Und jetzt waschen. Okay, da muss man zum Glück nicht so viel machen. Da reicht es mal drüber zu gehen. So. Wenn du mit dem Reinigen und Zusammensetzen eines Würfelsets fertig bist, kannst du auswählen, was du mit dem Fragment machen möchtest. Entweder vom Platz nehmen, um es in das Skelett zu legen oder in das Museumslager legen, wo du es später im Spiel über den Rubrik Wissen des Tabletts verwalten kannst. Nachdem du die Skelettfragmente gereinigt und zusammengefügt hast, kannst du den gesamten Dinosaurier zusammenstellen. Sobald die Rubrik Wissen das des Tabletts verfügbar ist, hast du zusätzlich die Möglichkeit, Dinosaurier-Skelette zu verwalten. Jedes unfertige Skelett kann im Museumsmagazin verstaut und bei Bedarf für die Komplettierung neu aufgestellt werden. So, hebe die Kiste mit dem kompletten Skelett mit einem Hubwagen an und bringe sie zu einem beleuchteten Platz im Ausstellungsraum. Wenn du die Kiste auf dem hervorgehobenen Platz in der Dinosaurier-Montagehalle lässt, wird das Skelett in den Lagerraum gebracht. Okay. Sobald du die Kiste an die richtige Stelle platziert hast, wechsle mit Hilfe des Computers in den Ausstellungsbearbeitungsmodus. So. Hier müssen wir jetzt bloß die Teile zusammensetzen. Ist in Ordnung. Wir fangen mal da oben dann noch an. Das Schöne ist, die werden angezeigt, ne? Da hinten ist doch noch einer, oder? Ja. So. Und die obersten drei sind wir dabei. Wunderbar. So. Wohin willst du das Skelettteil schicken? Greife? Nee, Museumslager. Achso, ich kann es nur greifen. Okay. Schön mit den Knochen
kannst du endlich ein Skelett bauen. Drücken zum Aufheben. Ach so, und du musst dann hier dran. Okay. Die anderen beiden können wir wahrscheinlich jetzt zum Reinigen geben, ne? So. Okay, also das müssen wir machen. Das ist in Ordnung. Müssen wir halt. Wir schneiden mal hier mittendrin. Ich weiß ja nicht, wie viel ich da runter säbeln muss. So. Gleich haben wir es. Das Ei geschält. Wunderbar. So, hier brauchst du auch nicht aufpassen. Raum zur Bearbeitung. Also freischalten, frei hämmern müssen wir es auf jeden Fall selber noch. Das ist okay. So, rüber damit. Und lass mich ran. So, Raum zur Bearbeitung. Ein Museumsgang ist. Was? Museumsangestellter säubert. Okay. Was hier? Forscher der Bearbeitung des fossilen Aufbereitungsraum 2 fertig zum Zusammenbauen 1. Derzeit gereinigtes Knochenset. Okay, wie kriege ich das her? Oder liegt es dann hier am Tisch? Ja, ich will wieder weg. Geh zum Betreten der Station. Da ist aber nichts mehr. Achso, drücken E, um den Knochen auf den Tisch. Ja, bau das zusammen. Achso, aber das müssen wir selber bauen. Ist okay. Irgendwas muss ich ja auch machen, ne? Ich kann ja nicht nur abgeben. So, das da. Das da. Und das da. So, greife. Greife, habe ich gesagt. Und ran damit. So, und das andere ist auch fertig. E, jawohl, Knochen, bau das zusammen. Das. Schön, dass es hält, obwohl es gar nicht verbunden ist. Das ist eigentlich nur ein Teile schieben, ne? Und viele Teile. Noch und das dann noch und Ende. So, greife her damit, also her damit und ran damit. The museum I was doing my internship in was getting ready for renovation. I was afraid my classes were about to be cut because of that. I couldn't have been more wrong about this one. Turns out, the exhibition hall was being revamped, and I was asked to participate in the redecoration. But that's not all of it.
We were also given a second complete skeleton of Orthothomimus. Two dinosaurs for one display? Well, let's just say, all the pictures of dinosaur life I'd studied as a kid came to life in my head. I decided to just give in to my imagination. So, und was müssen wir jetzt machen? Finde den Palettenheber und nimm die Kiste. Der Hubwagen. Der steht wahrscheinlich eher draußen, ne, als hier innen drin. Oder hier? Nein? Hallo? Palettenheber? Ach, da. drücke E zum Einsteigen in das Fahrzeug. Ach so, ich muss mit der Maus lenken. Ist auch komisch. Aber ist okay. Drücke links zum Anheben der Kiste. So, und dann muss das Ding hier raus. Ah, dahin. Okay. Drücke links zum Entladen der Kiste. Verwende den Touchscreen, um das Innen- und Ausstellungsdesign zu starten. So, macht aber Spaß, mit dem Ding gerade rumzufahren. Ah, gut. Dann. Ach, so das Ding hier, ne? Okay, Ausstellungsdesign nur für Personal. E. Wirf einen Blick auf die Steuerelemente in der oberen linken Ecke, um zu lernen, wie man Skelettpositionen ändern, spiegeln, drehen und so weiter kann. Um verschiedene Dekorationsarten festzulegen und zwischen den Bearbeitungsmodi zu wechseln, klicke auf die Dekorationssymbole unten links. Die grau hinterlegten Dekorationselemente werden freigeschaltet, wenn das Ansehen des Museums erhöht wird. Okay. Du kannst fast jedes Belichtungselement und jede Dekoration drehen und skalieren. Folge den Steuerungshinweisen. Okay, wenn du eines der Ausstellungsstücke bearbeiten möchtest, markiere es mit einem Klick, während du dich im Bearbeitungsmodus. Puh, naja, okay. Ausstellungsdesign. Platzieren? Ach so. Ich sehe aber nicht. Ach so, okay. Ja, man muss alles erst einmal. Dann würde ich sagen. Hier? Ah, okay, dann passt es. Okay, dann. Zurück entfernen. Jetzt ist halt die Frage, ob der andere dann da auch herpasst, ne? Kann ich jetzt da zurück? Platzieren? Ah, okay. Und kann ich dich jetzt drehen mit Y, E? Ne, was war's? Spiegelbild Y. Okay. Dann kann man ja einen in die Richtung und den anderen in die Richtung machen. So. Keine Ahnung, ob das jetzt passt. So, Left Maus, auswählen, platzieren, Kamera nach vorne, hinten. Okay, Kamera drehen, Objekt drehen. Ne, das taucht schon. So. Kann ich dann auch wechseln auf den da? Kann ich dann quasi den gleichen Boden machen, wenn ich möchte? So, Pflanzen. Ich weiß nicht, ob die Pflanzen gemocht haben. Achso, da kann ich nicht. Zack. Muss mal ein bisschen voll packen, das Ganze, oder? Bäume? Nein, große Pflanzen? Ui. Ich hätte vielleicht erst einmal was lesen sollen über das Tierle, ne? Mach halt einfach da mal hin. So, Zweige. Jetzt habe ich Zwerge gelesen. Gras. Haben die da damals schon Gras geraucht? Das sag einmal. Okay, vergiss es. Wasserpflanzen haben wir nicht. Okay. Zurück.
Nee, zurück. Da drauf. Wir können ja auch mal den Untergrund anders machen. Nee, irgendwie passt es besser. So. Sammlerstücke. Nee, Pflanzen. Eier? Hilfe? Grundpflanzen. Ach so, da gab es noch mehr Dinger. Okay, ich weiß nicht, ob das Ding wirklich so richtig ist hier dabei. Aber ist mir auch ehrlich gesagt egal. Bäume. Große Pflanzen. Okay, dann nehme ich die da wieder. Einen dahin. Und dorthin. Okay, das ist ein wenig zu arg. So, was haben wir noch? Gras, Zweige, Bäume, Pflanzen. So, man will ja das Fossil sehen, ne? So. Dekorations... Was, wo waren das andere jetzt? Zurück? Was waren das? Steine, Wasser, Geländer. Ah, okay, das Geländer kann man dann auch anpassen. Beschreibung des Dinosauriers. Moment, dreh dich mal um. Vielleicht hierhin. Da ist, glaube ich, ganz okay. Dahin. Dann einmal zurück. Dann gehen wir nämlich auf den hier wieder. Ne, da muss ich dann wahrscheinlich zweimal zurück, ne? Dahin, Beschreibung des Dinosauriers. Und da kommt das Schild jetzt halt hier auf die Seite. So. Die Kamerasteuerung ist ein bisschen gewöhnungsbedürftig. Ich klicke auf die Ausstellung, um sie zu dekorieren. Ne, ne, wir sind... Fertig. Das Innendesign. Oh. Viel Auswahlmöglichkeiten. Naja. Eine hässlicher wie die andere, ne? Lass mal den hier. Diese alten Dielen. So. Die Wände. Ist jetzt gerade das hier. Ja, genau, so ein bisschen andere Farbe hier. Von mir aus das da. Das schaut doch eigentlich ganz gut aus. Decke. Schaut jemand an die Decke? Vertrau mir, ich bin Innenarchitekt. Wie komme ich hier nochmal runter? Ich will runter. Ah, da. So, jetzt. Weil man will das Ganze ja mal aus der Perspektive sehen. Böden haben wir. Verzierungen. Oh, das ist aber echt viel, was man da machen kann. Also das überrascht mich jetzt ehrlich gesagt. Drehen, Y? Nee, was war's mit E, R? Left Mouse up, Left Mouse Wheel, dreh das Objekt, Left Alt und Mouse Wheel, okay. Das heißt, ich kann jetzt halt hier einfach mal so eine Bank herstellen. Ob sich da jetzt halt jemand hinsetzt, ich weiß es nicht, aber ist okay. Ich denke, es gibt schon Leute, die sich da ganz gemütlich reinsetzen und sagen, boah, das schaut so genial aus, hier will ich jetzt ewig sitzen und diesen Dinosaurier anstarren. Kann ich mir schon vorstellen, dass es solche Leute gibt. Was ist das da? Achso, das ist eine Bank, ne? Na gut, das ist aber jetzt auch ein Quatsch, die da noch zu platzieren. Was ist das da? Nochmal Blumenkübel. Einfach mal ein wenig ausprobieren. Ein Kürbis, genau. Bilder. Ups.
Bilder, da gibt es nur eins. Weiß ich jetzt auch nicht, ob das so toll ist, da mittendrin in der Ausstellung. Dann mache ich das lieber mal daher. Gefundene Sammlerobjekte. Ah, okay. Das würde ich dann einfach da an die Säule stellen. Ja gut, die Lampen nach hinten, ne? Das klar. Das kannst du da noch irgendwie rüber? Ich komme da nicht rüber. Bin ich zu weit weg, zu nah dran? Ich will nach links. Es geht nicht. Ist in Ordnung. Dann versuche ich das eben aus der Sicht hier ungefähr mittig zu machen. So. Dann Museumsabziehbilder. Ah, da kann ich dann Bäume oder so an die Wand machen. Alles klar. Aber können wir ja nicht. Oder doch? Doch, können wir? Warum sind die dann grau? Kann ich die auch vergrößern? Dreh das Objekt. Objekt skalieren. Oh, das ist cool. Das ist cool, wenn man sowas machen kann. Was gibt's denn da noch? Eins größer. Geht sogar noch. Das ist wahrscheinlich zu groß, oder? Ja, das ist anscheinend zu groß. Das finde ich toll, solche Sachen. Wenn man sowas machen kann. So, was haben wir noch? Ah, da kann man... Okay. Auf dem Boden kann man die Dinger auch machen, das ist auch nicht schlecht. Das geht nicht? Achso, wahrscheinlich die weißen, die kann ich nicht verwenden, ne? Die sind okay, aber die, alles was schwarz, nee. Oder ist das jetzt halt für einen Boden gedacht? Okay. Nee, das passt dann schon. Verzierungen, sonstige, irgendwas? Nö. Braucht man nicht, ne? Das passt schon mit dem Raum. So, zurück. 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 Und damit sehen wir jetzt unseren Ausstellungsraum. Cool. Muss ich jetzt glatt mal ein schönes Bild machen hier. Zack. So, was halten ihr überhaupt? Der Ornithomim gehörte... Blablabla. Wort Vogelfänger, okay. Zahnloser Schnabel, könnt ihr auf die Ernährung. Okay. Interessant. Also wen es interessiert, für den ist es interessant. Was haben wir dann geschafft? Hilfe. Da rein. Okay, sind wir fertig. That was the last day of my internship. A great adventure just came to an end. The night I was packing to go home, the telephone in my room rang. I couldn't believe it. The director called to ask me to stay and help the museum build a bigger skeleton. There was a vacant position because one of the workers got sick. I felt bad for the guy, but I was so glad there was a chance to work in the museum for longer. The decision was a no-brainer. No-brainer. I went to the museum the next day. Although the place wasn't new to me, this particular moment felt different. It was the first time I was asked to enter the museum's workshop. With my heart pounding and my hands sweating, I walked towards the door. Okay. Da geht's hin. Ja, aber wenn dann beim nächsten Part erst. So. Jetzt habe ich mich hier verausgabt und den Part in die Länge gezogen mit meiner Dekoriererei. So, das machen wir dann beim nächsten Mal. Ich denke mal, dass wir hier
rein müssen. Museumsworkshop, da steht es ja. Dann machen wir das beim nächsten Mal. Ich hoffe wirklich sehr, dass euch der Part heute gefallen hat. Lasst ein Like da, schreibt was dazu gerne in die Kommentare. Nicht vergessen, ein Abo da zu lassen, dass ihr keinen Part mehr verpasst. Und ich wünsche euch ansonsten noch einen wunderschönen Tag, schönen Abend, schönes Wochenende oder was auch immer. Macht's gut. Ciao, ciao.